Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil, kleines Horoskop, Mondquadrat, Uranus an sich unscheinbar, aber doch mit gewaltiger Sprengkraft. Aber die Sprengkraft setzt sich halt eben noch nicht durch, weil wir haben eben hier Aszendentfest, Medium Zöli-Fest und natürlich auch Deszendent und Immum Zöli-Fest und den Saturn-Spitze viertes Haus, Mars, ich berichtige, Sonne, Uranus und Mond auch fest, also da tut es ja nicht viel, das ist ein sehr statisches Horoskop. Außerdem haben wir 9 Planeten von 10 auf der rechten Hemisphäre, auf der Du-Seite. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Planeten im Hydranten, also im Gefühlsquadranten. Hier wird eher gelitten als gehandelt. Und natürlich ist das Saturn-Spitze, viertes Haus, gilt auch für den ganzen Quadranten, ist natürlich eher ein Garant für Hemmungen, für Blockaden als für Aktionen. Aber es tut sich schon etwas, die Wut steigert sich. Ja? Und ohne gesteigerte Wut kommt es eben auch nicht zum Knall. Ist ja logisch, geht ja nicht. Aber wir haben 1, 2, 3, 4 Planeten im dritten Quadranten, im Geistesquadranten, im Luftquadranten. Also das heißt, hier kommen auf jeden Fall viele Informationen heraus und aus dem lese ich ab, dass die Leute auch untereinander viel kommunizieren, auch wenn ich das explizit jetzt hier nicht mit einem Aspekt zu Merkur nachweisen kann. Aber ich weiß, dass 4 Planeten im Luftquadranten auf jeden Fall starke kommunikative Tätigkeit bedeutet. Und wir sehen ja auch den Merkur an der Spitze des achten Hauses. Das heißt, es kommen schon wieder tiefe Informationen heraus, allerdings zur Halbsumme mit Pluto und Venus im Fokuspunkt hat es nicht ausgereicht, aber was auf jeden Fall ausreicht, ist eine Halbsumme, die hätte ich fast übersehen, zwischen Sonne, Uranus und Venus und die ist gerade genau, die ist unglaublich eng, also das ist eine schlagende Halbsumme und ich würde sagen, wir können gleich mit dieser schlagenden Ohrfeige sozusagen die schallende Ohrfeige ins Gesicht der Volksgenossen können wir gleich beginnen, sind die Volksgenossen beteiligt, naja, nicht so wirklich, aber der Uranus über die Konjunktion zur Sonne bedeutet, dass es ja doch wieder eine Beteiligung der Bevölkerung gibt. Und zwar haben wir die Sonne im siebten Haus, nervöse Staatsepaten sozusagen an der Oberfläche in der Außenwelt, in der Öffentlichkeit. Jetzt haben wir es an der Öffentlichkeit aufgetaucht und zwar im Spiegelpunkt, Hammers-Hammers-Spiegelpunkt, nein, eine Halbsumme zwischen Saturn und Venus als Fokuspunkt. Wer ist der Saturn? Saturn ist der Herrscher des dritten Hauses. Das heißt, es gibt hier eine doppelte Botschaft. Einerseits kann es für die Medien stehen, also nichts als die Wahrheit und nichts als die reine Wahrheit, oder auch für Wirtschaft, Handel und Industrie, was in dem Fall eher schlagender ist, weil ich glaube, das betrifft die Bevölkerung eher, als dass sie ständig belogen wird, weil was macht das jetzt für einen Unterschied? Ja? Ist jetzt auch schon wurscht, aber für uns ist entscheidend, Wirtschaft, Handel und Industrie, das schmerzt die Bevölkerung und wir leiden ja schon unter dem reduzierten Warenangebot, drittes Haus, und wir sehen Venus als Herrscherin des siebten Hauses und des zwölften Hauses. Das heißt, es gibt hier offensichtlich internationale Abmachungen, Verträge über Lüge, Betrug, Manipulation und im fünften Haus, würde ich sagen, florieren die ganz gut und hier haben wir eben Sonne, Saturn, Venus. Und zwar geht es hier um Hemmung, Trennung, Krankheit. Ja? Hemmung, Trennung, Krankheit. Und das Thema Krankheit haben wir dann in der nächsten Halbsumme drin. Und da habe ich dann die Seite richtig aufgeschlagen gehabt. Ja, man muss nur richtig raten, wo man ist. Und zwar die Halbsumme zwischen Venus, Saturn und in der Mitte den Mars. Und hier haben wir dann auch das auf dem Gebiet natürlich des vierten Hauses der Bevölkerung und Venus, Saturn haben wir schon angesprochen, aber der Mars ist der Herrscher des sechsten Hauses und der Herrscher des ersten Hauses. Das heißt, hier ist es das Frostschutzthema im gesamten Land. Ja. Das Frostschutzthema im gesamten Land betrifft die Bevölkerung und wir haben es hier auch mit, wenn ich hier nochmal schaue, wir haben es hier auf jeden Fall mit Gewalttätigkeit zu tun, ja? Mit großer Gewalttätigkeit. Das zeigt uns dieses Thema an, und zwar sechstes Haus
und erstes Haus. Das heißt, es wird hier sehr, sehr aggressiv gegen die Bevölkerung vorgegangen. Erst also im vierten Haus der Mars, das ist sozusagen Leid, Schmerz, heißt aber auch Wut. Ja? Die Bevölkerung ist in Wut, aber weil Saturn wesentlich näher steht und konkreter, weil der Mars in den Fischen ist sehr schwammig, ist sehr sozusagen verträumt, nicht so real, aber der Saturn im Wassermann, der ist schon ganz schön präsent. Also das heißt, die Bevölkerung ist hier sehr eingeschränkt, ja? leidet hier wirklich Not. Saturnspitze, viertes Haus, würde auch bedeuten, dass die Menschen zu Hause nichts mehr zu lachen haben. Also ich habe persönlich dafür gesorgt, ich und mein Expertenteam, dass die Leute nichts mehr zu lachen haben. Und ich kann nur sagen, also mein Krankheitsfachmann, der Gonzo Nasenbärlauch, ist ein hervorragender Mitarbeiter. Und auch mein guter Freund Alkugler, der halt aus gesundheitlichen Gründen sich nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen kann, aber trotzdem Experten der Sonderklasse, und wir werden es euch schon zeigen, wir werden dem Volk beweisen, wer hier das Sagen hat. Ende. Karl, kompakter kann man sozusagen das Wesen der Demokratie gar nicht mehr formulieren. Also du bist ein Genie, und ich glaube, die Leute werden noch in 100, in 200 Jahren Lieder über dich singen. Ja? Also das heißt, du wirst in die Geschichtsbücher eingehen, in die Annalen. Ich glaube, aber auf jeden Fall, dorthin wirst du auf jeden Fall wandern, und wir sind alle glücklich und wir wünschen dir auch eine gute Reise ins Dunkel der geschichtlichen Vergangenheitsbewältigung. Gut, also das heißt, wir haben hier doch dramatische Geschichten. Wir haben auch den Pluto, den habe ich nicht erwähnt. Den Pluto haben wir im dritten Haus, das heißt starke Veränderung, starke Transformation in der Wirtschaft, im Handel und Industrie. Und natürlich, ja, natürlich haben wir auch hier das Thema Sterben, Tod, weil Pluto steht auch für Sterben und Tod. Und wir haben jetzt derzeit mir fehlen die Worte, was derzeit abgeht. Großartige Entwicklungen, ja, großartig. Immer weniger Betriebe, die CO2 produzieren. Das muss man sozusagen, die Glückseligkeit ist zum Greifen nahe. Immer weniger Leute, die in die Arbeit fahren brauchen, weil es ihre Betriebe nicht mehr gibt. Wieder CO2-Einsparung. Also das heißt, wir sind auf einer Reise in die Freude, das können wir uns gar nicht vorstellen. Also Takatuka-Land ist wirklich nicht mehr zum Greifen nahe, sondern wir leben bereits in Takatuka-Land, also sozusagen Schulter an Schulter mit, wäre mir fast eingefallen, aber wie auch immer, haben wir hier eine fantastische Entwicklung und natürlich alles klimaneutral. Ganz wichtig, klimaneutral, und bitte nur mit dem Elektroauto fahren. Wer ein verbrennungsmotorbetriebenes Fahrzeug fährt, ist natürlich, du weißt, also ein umweltschädigender Sünder, und das muss alles der Vergangenheit angehören. Und wir haben hier halt großartige Konzepte, wir haben großartige Fachleute, und was soll man dazu noch sagen? Arm, aber glücklich. Wie gesagt, unser Onkel Klaus hat das wundervoll in die Wege geleitet, und auch er ist ja nur ein Diener seines Herrn. Aber wie auch immer, sie haben sich ins eigene Knie geschossen, ich würde sogar sagen, in beide Knie geschossen. Und zwar haben sie jetzt ihre eigene Struktur, tragen sie jetzt aktiv ab. Und ja, ich weiß, wie ich schon gesagt habe, die Reservegarnitur, der Donald, also nicht Donald Duck vielleicht heißt er, was, der Donald soll ja dann übernehmen, und sein Expertenteam und alle anderen Super-Experten, die schon in der zweiten Garnitur, in der zweiten Reihe lauern auf ihren Sprung. Ja, sie kommen aus derselben Cosa Nostra, aus derselben Familie, kann man sagen. Und das wird nicht mehr laufen. Also wir werden hier sehr spannende Entwicklungen sehen, denn richtig, die Eisheiligen kommen. Na, die kommen nicht. Wir werden an diesen Tagen, glaube ich, über 20 Grad haben. Ja. 20 Grad haben wir Morgentemperaturen. Also das heißt, auch die Eisheiligen werden zu den Scheinheiligen transformieren. Wir können hier mal schauen. Was haben wir? Na, spannend alles. Ist alles so spannend, das kann man sich gar nicht mehr. Schauen wir mal die Entwicklung der nächsten Tage an. Wir haben hier, wann haben wir die Scheinheiligen? Hier 12, da geht's los. 19 Grad Morgentemperatur, Freitag 17 Grad Morgentemperatur. Aha, am Samstag, wo wir voraussichtlich uns bei den Mirafällen treffen werden, haben wir immerhin 26 Grad und 17 Grad Morgentemperatur. Und am Sonntag auch 17 Grad Morgentemperatur. Interessant, das ist am Montag mit 11 Grad am kühlsten wird, aber da sind die Scheinheiligen scheinbar schon vorbei und betreffen uns nicht mehr. Also das heißt, hier bei uns schaut es gut aus. Wie gesagt,
Schnecken und Gelsen werden sich jetzt auf Hochdruck vermehren. Also das heißt, für alle Gartenfreunde, bitte, ich habe da so Netzchen gekauft, kann man bei mir die Regentonnen fische ich dann immer aus und habe dann immer hunderte bis tausende Gelsenlarven. Ja, wie es auch immer ist. Das sind halt die normalen jahreszeitlichen Phänomene. Wie gesagt, je unabhängiger, je freier, je selbstständiger wir sind, desto weniger brauchen wir all diese Gestalten, desto weniger brauchen wir Erlöser, die uns von irgendwas erlösen wollen. Bitte, liebe Erlöser, erlöst uns von euch. Erlöst uns von euch. Knüppelkorl, geh heim, wo immer das ist. Nimm deine Frau und deine Kinder, fahr auf Urlaub und komm nie wieder zurück. Ja? Also großartige Dinge, die uns hier sozusagen, die uns hier begegnen. Ja, unser Philosoph, möge er sozusagen die 200 Liter Obstler-Infusion mitnehmen mit einem Elektrokarren, alles CO2-neutral und dass sozusagen immer die Blutwäsche perfekt 35%, immer am Pegel von 2,5 Promille bewahren. Also großartige Leute, die wir hier haben. Und das ist ein Personal. Man kann sich, ich meine, in einer Realsatire kann man sich kein besseres Fachpersonal wünschen. Also das muss man ganz offen auch einmal sagen. Neptun, auf den habe ich heute verzichtet. Wir haben Fische-Energie großteils im vierten Haus. Also das heißt, die Bevölkerung wird natürlich wieder lackiert nach Strich und Faden. Und wir haben hier auch Neptun-Spitze fünftes Haus, was natürlich bedeutet, dass sich das Wachstum im Land, der Wohlstand und alles in Wohlgefallen oder Schall und Rauch oder wie auch immer, was du möchtest, kannst du was aussuchen, auflöst. Also das heißt, starke Entwicklungen. Aber wie gesagt, wer auf eigenen Beinen stehen kann, wer verzichten kann, wer bescheiden leben kann, der braucht das ganze Milliardärstrara nicht mehr. Die Milliardäre brauchen wir auch nicht mehr. Die sollen ihren Reichtum nehmen und bitte mit dem Melmac-Katapult sich ins Weltall verabschieden. Wir brauchen euch alle nicht mehr. Wir wollen Ruhe, Frieden, Harmonie. Wir wollen es einfach auf diesem Planeten wieder schön haben. Wir brauchen euch nicht, und zwar mit Anlauf nicht. Ja, das ist ja das Herrliche, was dieses wunderbare, ja, ich sag nichts mehr. Ich wollte nur ein kleines Hintergrundvideo, das ist vom Felsenweg in Baden. Wunderschöne Impressionen hatten wir dort. Freue mich schon auf die neuen Videos dann bei den Mirafällen. Und wie gesagt, was ich noch erwähnen wollte, ich sage sicherheitshalber noch einmal, am Montag werde ich es glaube ich noch einmal sagen, dass eben am Dienstag eine sozusagen Schwesterwandergruppe vom Leinzer Tor um 15 Uhr wegmarschiert. Wünsche euch ein wunderschönes, traumhaftes Wetter, viel Sonne und viel Wärme. Und dir wünsche ich ein großartiges, wundervolles Wochenende. Und wenn du ein paar Minütchen Zeit hast um 19.50 Uhr, bitte visualisieren. Wir haben schon wunderviel Energie aufgebaut. Keine Energie geht jemals verloren. Wir haben ein gewaltiges Kraftfeld aufgebaut. Und wie ich immer gesagt habe, die Satanisten kommen da nicht mehr drüber. Ja? Auch ihre B-Garnitur, die Donalds und die, wie sie Herberte und wie sie alle heißen, ihre B-Garnitur, die sie ja schon geplant haben, wenn die A-Garnitur sozusagen im Orkus in die grüne Tonne getreten wird, weil immer CO2-neutral und immer sozusagen an den Wiederverwertungsgedanken denken, also immer alles sozusagen kostensparend und auch Transport, wie gesagt, Transportkosten muss man auch sparen, also alles im ökologischen Bereich, sollen wir bitte die alle, können wir ausblenden, es geht nur um uns, wir sind diejenigen, die unser Leben gestalten und das machen wir mit dem Visualisieren am elegantesten und das, was sie am meisten freut, dass wir es dezentral machen, stimmt, da sind keine Aufmärsche, da sind keine Demonstrationszüge, da sind keine Namenslisten, ich weiß nicht einmal, wer du bist, der jetzt visualisiert, aber eines weiß ich, wir haben Macht. Ja, ich habe vergessen, dieses Gefahrenzeichen zu fotografieren. Das habe ich, glaube ich, voriges Jahr gemacht. Gut, und hier ist es dann zum Franz-Josef-Museum hinaufgegangen. Okay, mit diesen Bildern verabschiede ich mich. Wünsche dir, wie gesagt, einen großartigen Samstag. Morgen geht es weiter und in neuer Frische. Und ich würde sagen, es ist eine spannende Zeit. Sei vorsichtig, bitte Vorräte noch anlegen. Und ganz wichtig, bleib in der Gelassenheit. Und im Zweifelsfall, solltest du irgendwie in Stress kommen, hinsetzen, meditieren, Atmung verlangsamen und dann sind alle Probleme wieder weg, weil es nur diesen Moment gibt. Alles andere ist Illusion. Alles Liebe, dein Astrowolf. Ende.